3, 2, 1. Willkommen hier heute zu dieser neuen Folge von Minecraft. Okay, ich glaube, wir haben immer noch keinen Namen, oder? Ich habe es einfach No-Name genannt. Okay, kein Name. Ich nenne es No-Name. Okay. Minecraft, kein Name. Okay, auf jeden Fall, ich habe hier ein kleines bisschen was vorbereitet. Also die Chickens, die... Na gut, ich habe ein bisschen was gemacht zwischen den Folgen. Also erstens mal, ich habe hier eine richtig krasse FPS-ziehende Chicken-Farm, die... Ich glaube, wegen meinem Chicken Farm leckt der Server. Aha. Okay, dann einfach mal ganz kurz weg mit euch allen. Und es ist laggy-mäßig. Okay, es ist laggt immer noch. Es liegt, okay, nicht daran. Okay, dann bin ich beruhigt, dass es nicht an diesen Chickens liegt. Tue ich mal die Eier wieder hier rein. So. Nein, die eigentlich Federn nicht. Was ist? Ich wollte die eigentlich töten. Aber okay. Du wolltest mich töten? Nein, mit Eiern. Die Hühnchen. Die Hühnchen. Wieso hast du kein Skin dran? Ich hab doch einen Skin, ich hab den Monkey Skin. Also bei mir bist du Steve. Okay, ja. Bug vom Skin Changer Plugin. Okay. Auf jeden Fall, die wollen Gold von uns. Auf jeden Fall von dir wollten sie auch Gold. Und so wie ich sehe, habe ich. Okay, ich hab ein Gold Nugget. Okay, also hier vorne stehen die Schilder, ich zeig dir nochmal ganz kurz. Lass. 20. Kannst du mal kurz weggehen? Danke. Ey, ey, ey! Mann. Ey. Ey, ich geh schon! Okay. Lass 20 Gold in eine Chest bei 1962. Ach, keine Ahnung, was für Koordinaten. Ich hab mir da hinten einen Wegpunkt gemacht. Okay, sieht man gerade nicht richtig. Mafia-Briefkasten habe ich das genannt. Auf jeden Fall geht's kennzeichnet die Mafia. Also wir haben hier auf dem Server eine Mafia, das ist schon interessant. Wir sagten Wordplay so ein ganz kleines bisschen. Und das erste, was es ist, in der zweiten Folge direkt Mafia. Okay, ich hab. Och, soll ich denen jetzt das Gold geben? Ich gebe denen das Gold, aber nicht freiwillig, Leute. Also, du kannst gerne mal mitkommen. Ja, natürlich. Wow. Irgendwie spinnt meine Maus gerade ein bisschen. Auf jeden Fall, da hinten auf dem Berg sollen wir die Sachen hin tun. Und, warte mal, ich habe einen Pickaxe vergessen. Und ich brauche nämlich auch einen. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall schon eine Kiste da, wo, ich glaube, 25 Gold drin liegen. Ich war da vorhin mal ganz kurz oben. Und was ich jetzt machen werde, ich brauche mir erstmal meinen Spitzhacke. Ist auch immer mal wieder schön, wenn man so eine zweite Spitzhacke hat. Und es ist auch schön zu wissen, dass ich hoffentlich nicht übersteuere. Leute, falls irgendwie sowas ist, es tut mir leid, mein Mikrofon pegelt sich, sobald ich ein bisschen lauter bin, komplett in den Keller. Oder überpegelt die ganze Zeit, übersteuert und es ist halt ein... Warum liegt hier Akazienholz rum? Weil ich es abgebaut habe, dass es dann in der Luft fliegt. Okay, also wir sollten die Kiste genau an diese Kordi stellen. Ich hab... Was? Bei mir waren halt genau an diesen Koordinaten, ja. Also bei mir ist die Kiste. Ja. Okay, erstmal. C, aber warte mal, habe ich mir jetzt erst auf eine Kiste gecraftet? Ja. Ich hatte mir vorher schon Kisten gecraftet. Ich habe nämlich in mein Backpack reingetan. Jetzt klick mal. Was fällt dir an dieser Kiste auf? Was ist denn da besonders? Es ist eine Redstone-Kiste. Ja. Okay, wenn die was wollen, dann sagt. Oh, da gibt's ein kleines Problem. Okay, ich tue die Sachen da. Okay, vielleicht tue ich da schon rein. Das wäre eine gute Idee. Das ist mein ganzes Gold. Aber, solange ich. Kannst du da mal weggehen? Jetzt lass das! Bibi! Ah, ich hab kein Essen mehr. Was zu essen für mich? Ach Mann. Ja, da hab ich noch was hier. So. Ah, ich hab noch Brot. Ich habe jetzt ernsthaft mein ganzes. Ach, egal. Auf jeden Fall, es gibt eine kleine Explosion. Es ist ja eigentlich so, dass die Chests diese Explosion verhindern. Warte mal, ich habe mir auch irgendwo ein ganzes Stack TNT gecraftet. Ich habe dafür ewig gefarmt, Leute. Sind da alle von einer Redstone-Kiste? Ich verstehe es gerade nicht. Was ist? Was ist eigentlich an einer Redstone-Kiste hier anders? Die Redstone-Kiste, die sendet ein Redstone-Signal aus. Ja, aber woran erkennt man, dass das jetzt in der Redstone-Kiste ist? Dem, was die gebaut hat. Ja, normalerweise, es hängt auch vom Texture Pack ab, von der Person, die sie benutzt.
Okay. Gebe ich mal schnell ein Texture-Pack rein. Es kommt nicht ganz auf das Texture-Pack an. Beispielsweise bei Specs ist bei den neuen Versionen da manchmal auch irgendwas anderes. Ich hätte mir gar nicht so viel TNT craften müssen. Okay, behalte ich noch irgendwas für die weiteren Sachen. Für irgendwas weiteres. Für irgendwelche. Okay. Ich glaube, mein Spiel ist jetzt ein kleines bisschen zu laut. Ich hoffe, es stimmt alles, Leute. Ich habe mein Spiel zwischenher noch 2-3 Mal neu installieren müssen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Okay. Du stehst immer im Weg rum, weißt du das? Okay. Dann machen wir die einfach ganz einfach C-Remove. Löschen das hier. Ich stelle noch ein kleines Schild hin. Okay. Sie haben jetzt schon die Konsequenzen gedroht, bloß, ich denke mal, sie werden sich an die einzige Regel, die wir ja so richtig tatsächlich wichtig haben, kein Griefing halten. Und wenn nicht, dann werde ich irgendwie dafür, werde ich mit Kambach darum verhandeln, dass ich mein Haus im Game und wieder aufbauen darf oder so, irgendwie sowas. Da, ja. Oh, hi, okay. Könntest du diese Scheiße einfach mal lassen? Oh, das sieht voll cool aus, das Texture-Pack. Ich irgendwie kriege ich dich gebannt, obwohl ich dafür keine Rechte habe. Ich will dich da rein, das Loch drin. Okay. Weißt du, es ist einfach nicht normal. Weißt du, wir wollten hier Roleplay machen. Und du unterbrichst dieses ganze scheiß Roleplay die ganze Zeit. Du sorgst dafür, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht, irgendwas zu spielen. Irgendwas aufzunehmen. Und du hast nicht mal einen Skin drin. Weißt du, ich habe versucht, ein scheiß Schild zu schreiben. Also für die, wenn du irgendwas machst, ich sag's dir. Ich mach nicht. Ich brenne dein Hotel ab. Ja, es kann man nicht abbrennen. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Hä, wieso wird mein Schaf es hier in irgend so ein komisches Symbol umgewandelt? Okay. Ein Schaf hier den Symbol umgewandelt. Also für die scheiß Mafia gezeichnet LR. Okay, die werden sich wundert. /C, du machst wirklich genau jede Aufnahme kaputt. Du hast. Ist mein Name. Ist da jetzt alles drin? Okay, das Gold ist da drin, aber sobald irgendjemand diese Truhe öffnet, wird diese Truhe in die Luft fliegen. Ich hoffe, die Person, die schaut das Ganze hier nicht zu früh, ansonsten hat die ganze TNT. Ich werde die Folge auch erst in 3 Tagen hochladen, das heißt, vielleicht ist es ja bis dahin zu spät. Und dann Grüße gehen raus an euch. Ich baue hier nochmal ganz kurz den Crafting Tape ab, damit es nicht ganz so verdächtig aussieht. Und, okay, ein Glowstone kann ich da auch noch draufsetzen. Lol. Da ist immer noch deine Kiste mit den 24 Gold. Musstest du nur 24 Gold reintun? Ja, wie viel musstest du reingeben? 20. Das heißt, die Person, die Mafia ist. Die mag mich nicht. Mag mich irgendwie, glaube ich. Weil ich nur 20 Gold zahlen muss. Und die wusste, dass ich nicht so viel habe. Das heißt, ich glaube, die Person, die konnte in meine Kisten reinsehen. Kanbatsch. Denkst du auch gerade, was ich denke? So, Kanbatsch. Ja, klar. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mir mal erzählt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das war mit der Mafia, aber als wenn er das einfach ist. Ach, klar. Okay. Für die Mafia. Jetzt sind halt nicht so Beleidigungen, nicht, dass du noch gewarnt bist von ihm. Er weiß ja doch nicht, niemand weiß, wer das ist. Oh, stimmt. Also wenn es nicht Kanbach ist, dann hast du Glück gehabt. Also rein theoretisch, wenn es ist, dann und mich bannt, dann wissen wir ja, wer es ist. Ja, immerhin wissen wir, dass es dich ist. 16 Minuten bin ich schon. Okay, Leute, warte mal, ich nehme ganz kurz den Glowstone aus der Hand, damit ihr meinen Skin seht. Okay, auf jeden Fall, wir haben jetzt in dieser Folge wir lassen uns hier nicht erpressen, Leute. Hier, das ist, finde ich, nicht okay. Auf jeden Fall, an wen auch immer das es macht, sei auf jeden Fall gewarnt, falls du die Kiste da oben schon geöffnet hast, neben unserem Closing-Block, den wir da zurückgelassen haben. Okay, ich hab's überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast, aber ich lache einfach. Okay, auf jeden Fall, wir lassen uns in diesem Projekt nicht erpressen. Nicht unterkriegen.
Ansonsten, willst du vielleicht auch noch eine Trap Chest und TNT? Oder hast du Angst vor der Konsequenz? Scheiß auf Konsequenz, Wallah, Bibi. Okay, es wäre zwar möglich, dass wenn meine Kiste explodiert, dass deine auch weggesprengt wird, aber egal. Egal. Okay. Meine schwebt in der Luft. Ja. Warte mal, wann lade ich das hoch? Drei Tage. Ich lade es am Dienstag hoch. Also wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, müsste es eigentlich schon Dienstag sein. Dann kommt morgen ein Video über ein kleines bisschen Trolling. Es wird auf jeden Fall richtig spaßig. Auf jeden Fall macht's gut. Bis zu diesem Video morgen. Und freut auf jeden Fall auf die nächste Folge von Minecraft, keine Ahnung. Oder Minecraft No Name, wie ich es nenne, wie ich auch mein Logo, da unten gemacht habe. In dieser Richtung ist das. Okay, mein Facecam ist gespiegelt, glaube ich. Oder ist hä? Nee, mein Facecam ist nicht gespiegelt, WTF. Okay, die ist verwirrend. Auf jeden Fall, freut euch auf diese Folge. Lasst ein Abo da, ein Like da, damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst, nichts Neues. Auf jeden Fall auch kein Roleplay. Ich hoffe, diese Folge war interessant für euch. Und meine Abo-Moderation wird schon wieder viel zu lang. Und dann macht's gut. Bis nächste Folge. Sag ich jetzt auch zum 7. Mal und dann ciao.